So, mein Lieben, jetzt melde ich mich erstmal wieder zurück bei Lufia 2. Herzlich willkommen bei der nächsten Aufnahme. Und ja, jetzt haben wir hier letztens aufgehört gehabt. Auf der Insel Dash, wo auch der erste Turm vom vorletzten Dungeon hier auch steht. Also, ja, dann wollen wir auch mal direkt anfangen, ne? Ja, also, das ist der Turm. Und das sind süße Engelstatuen. Fantastisch. Wow, und die Musik hier. Wow. Richtig episch geil. Und ja, hier kann man sich verlaufen. Und hier kommt schon eine Sphinx. Na, das fängt ja schon gut an, ey. Aber die kriegen wir schon platt. Keine Panik. Mit der Hilfe von den Frostbällen. Ja. Und tot seid ihr. Oh, ja. Jetzt kommen die ersten zwei Türme. Und das sieht nach einer Sackgasse aus. Ah ja, erster Siegelturm. Ja. Ja, super Eisring. Ja. Fantastisch. Ja, und ich habe mich auch schon den verlaufen. Toll. Fängt gut an, aber nochmal mal die Sphinx nicht. Nein. Ist nur Zeitverschwendung. Okay, dann geht's hier weiter. So, ich glaube, wir müssen erst nach links. Jawohl. Und wir dürfen gegen Megazyklopen kämpfen. Toll. Und die halten natürlich noch mehr aus als die normalen Zyklopen, ne? Die so eine etwas, ja, blau-grüne Hautfarbe hatten bei dem Turm der Wahrheit im Monsterraum. Ja, aber so gehen die ja eigentlich auch relativ schnell down, so. Und die Kuckenbüsse, ey, alter Schwede. Na komm. Oh, er erholt sich aber sehr schnell, der Megazyklop. Und tot. Sehr gut. Obwohl, Moment mal. Jetzt habe ich doch... No, nee, komm. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Moment mal. Gab es hier noch eine Truhe? Nee, nur ein Drache. Toll. Aber dafür gibt es hier die sogenannten Dunstdrachen. Und gut, dass ich weiß, welche Schwäche die haben. Nämlich den Drachenzauber. Oh ja, das dürfte vierstelligen Schaden verursachen mit Athea. Ja oder nein? Ja doch. 1600. Ja. Das ist die Bestätigung, meine Lieben. Und jetzt noch die Donnerbestie und tot bist du. Fantastisch. Okay, na, ich hab gedacht, hier wäre eine Kiste, aber falsch gedacht. Nö, nochmal mach ich dich nicht. So. Aber hier, ach ne, hier war der Ring. Und ja, hier sind auch die Höllenboden, die wir auch schon gesehen haben in der Höhle. Wow, was für Schaden, ey. Und du machst kaum Schaden gesehen, fantastisch. Oh, aber geil macht's auch ganz schön Schaden an den Höllenfürsten. Und wir haben den super Wasserring gefunden. Sehr gut. Ach ja. Okay, jetzt die rechte Tür und da geht's natürlich weiter. Und wir dürfen gegen. Oh, gegen Nachtdrachen kämpfen. Fantastisch. Nee. Frostball hilft nicht bei den Nachtdrachen. Leider. Ja, habe ich schon offscreen, wo ich das sehr oft gezockt habe, habe ich das mal ausprobiert. Ja. Und da kam jedes Mal Watz. Wow, dunkelschön. Naja, ein bisschen Schaden. Aber sonst geht's ja. Okay, und jetzt natürlich. Wie es ganz normal bei einem Turm ist, wir dürfen ganz nach oben gehen. Aber naja, das kennen wir ja schon von anderen Türmen. So.
Und da ist jetzt nur noch eine Zwings noch. Und jetzt auch keine mehr. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, und die Wolkenanimation finde ich ja auch super geil, ey. Also, Hut ab vor den Spieleentwicklern, ey. Und schon wieder die gleiche Strategie. Na gut, dass sie nicht allzu viel Leben haben. Die Höllenboden. Und tot. Und da ist eine Treppe erschienen. Sehr gut. Nom 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 nom. Ja. Okay. da müssen wir auf der linken Seite. Das weiß ich noch. Genau. Dann müssen wir erst wieder nach unten marschieren und dann wieder nach oben. Ja. Wo auch immer da die Logik sein soll. Benutzt du mal auch mal Drache Seelan. Ich hätte. Ach, ich bin blöd. Ich hätte eigentlich mit Atea auch beide Dunstdrachen und Drachenzauber antreten. Oh, René, wo hast du manchmal dein Hirn? Manchmal ist mein Kopf für den Arsch. Ja. Aber nur manchmal. Mann, ey. Scheiße, da hab ich das Spiel auch bald durch. Mann, und ich fand's so geil. Eines meiner Lieblingsrollenspiele auf der Super Nintendo. Ja. Okay, wir greifen zuerst an. Komm, dann machen wir einen Megazyklop jetzt hoffentlich schon in der ersten Runde platt. Komm. Ja, okay. Mütke, super, Maxim. Ich bin stolz auf dich. Ja. Oh, Eliminator. Super. Komm, funktionier bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte. Jawohl, danke. Mensch, Spiel, du bist ja heute großzügig zu mir. Ist ja fantastisch. So, und jetzt müssen wir wieder nach oben marschieren. Ach, ich hätte eigentlich von hinten angreifen können. Oh. Ich sag ja, ich bin jetzt nur so drauf, weil ich weiß, dass das große Finale kurz, langsam, was wollte ich jetzt sagen? Dass das große Finale jetzt vor der Tür steht, quasi. Ja. Man merkt es ja an, ne? So, ah ja, und jetzt sind wir ganz oben. Gut, sind meine Leute auch? Naja, nee, nicht ganz. Ja, einmal Champion, das reicht. Und jetzt kommt schon der erste Boss im vorletzten Dungeon. Einen sehr bekannten Boss, den wir auch schon gesehen haben. Natürlich, es ist wieder Gartes. Mensch, Gartes, lange nicht mehr gesehen. Ich wusste, ihr würdet kommen. Gartes? Warum? Dank Irems Eintreffen auf dieser Insel wurden meine Kräfte erneuert. Irem ist eine Höllenfürstin? Ja, Amon Irem Daos. Für uns ist die Zeit gekommen, die Welt zu beherrschen. Das ist ja lächerlich. Das werden wir nie zulassen. Und willkommen im Kampf von Gartes. Ja, mal wieder, aber er ist auch relativ poop einfach, ey. Sag ja, die erste Begegnung von ihm war die schwerste. Glaubt mir. Oh ja. Ja, ihr seht richtig. Knapp 1900 Schaden mit Abaddon. Ach ja. Ich sag ja, die Höllenfürsten sind keine Gegner mehr. Weil ich sowas von übertrieben habe mit den Leveln, aber mache ich gerne in Rollenspielen. Das ist auch der beste Beweis, dass ich Rollenspiele auch wirklich sehr mag. So, jetzt benutze ich mal nur Daba. Ja, ich habe das beim Stahltreus habe ich das falsch gesagt. Ich habe da Nobada gesagt. Ist aber nicht richtig. Nur Daba heißt der. Aber naja, jetzt kann man zumindest nochmal die Höllenfürst-Musik genießen. Die klingt richtig geil, finde ich. Und der müsste eigentlich gleich zerstört sein. Oder kaputt sein. Ja, Zerstörer ist jetzt auch nicht mal so eine mächtige Attacke. Nee, nee. War nur in der ersten Begegnung eine sehr gefährliche Attacke von ihm. Aber jetzt nicht mehr. So. Boah. Überlebt die Saubatz immer noch. Ja, komm, mach mal Donner, Atea. Müsste eigentlich auch eine relativ großen Schaden.
abgreifen an ihm. Ja, 839. Ja, und es hat gereicht für ihn. Super. Ja, das war Gardes. Aber, naja. Ich habe so das Gefühl, wir werden ihn nochmal treffen. Denkt nicht, dass ihr schon gesiegt habt. Irem kann unsere Kräfte jederzeit erneuern. Jupp. Solange Irem lebt, leben die Höllenfürsten auf ewig. Fantastisch. Also müssen wir Irem auch unbedingt töten. Maxim, da scheint es einen Höllenfürsten zu geben, der uns schwer zu schaffen macht. Unsere wirklichen Gegner sind Irem und Daos. Sie befinden sich auf der Todesinsel. Wir kommen wegen der starken Turbulenzen nicht näher an die Todesinsel heran. Wir müssen doch etwas gegen diese Turbulenzen unternehmen können. Bist du sicher? Maxim, wenn du das Siegel der Höllenfürsten brechen kannst, hätten wir eine Chance. Haben diese Turbulenzen etwas mit dem Siegel zu tun? Stell dich davor. Hier drin befindet sich die Götterrüstung. Okay. Und da kommt ein tolles Geräusch. Dieses Geräusch. Der Siegel bricht. Achso, das Siegel bricht. Okay, gut. Bam. Und wir haben die Götterrüstung erhalten. Geil. Mit diesem Geräusch wird alles gut. Was meinst du damit? Solange ich hier stehe, wird das Geräusch bleiben. Wenn in den drei Türmen die drei Platten ein Geräusch von sich geben, dann... Was passiert dann? Dann wird das Geräusch aus den Platten die Kraft entwickeln, um die Turbulenzen hinwegzufegen. Aber wenn du das tust, könntest du... Mir wird schon nichts passieren. Außerdem will ich euch helfen, Daos zu besiegen. Geht jetzt. Geht und besiegt Daos. Das werden wir tun. Ja. Erstmal Flucht und jetzt kommt auch der zweite Turm sofort, nachdem ich mich aufgetankt habe. Ach ja, wir müssen ja, stimmt ja, wir müssen ja so oder so wieder das nächste Mädchen abholen, deswegen. Es tut mir leid, Lisa ist noch in dem Turm. Ja, der Kampf ist noch nicht zu Ende. Marie, du bist nun an der Reihe. Ja. Willst du gehen? Ja, das ist meine Bestimmung. Mein Name ist Marie. Bringe mich zur Insel... Insel. Ja, in Ordnung. Die Insel ist im Nordosten. Auf geht's. Nordosten. Okay. Der vorletzte Turm im vorletzten Dungeon. Ist praktisch, ne? Ja, finde ich auch. Ach, da fällt mir gerade was ein. Chronicles of Games. Wenn du das jetzt hören solltest, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 100... zu deinen 100... Abonnenten. Ich wünsche dir alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt die magischen 100 auch geknackt hast. Finde ich sehr gut von dir. So, euer. Jetzt sind hier Teufelsstatuen. Fantastisch. Oh Gott. Eine Sphinx und ein Drache. Okay, mache ich erstmal die Sphinx, weil die ist ein bisschen unangenehmer für mich. Gut. Dann werde ich jetzt gleich, wenn ich den Turm fertig habe, werde ich natürlich erstmal mit der Aufnahme aufhören und dann geht es morgen weiter. Dann kommt morgen das große Finale. Oh yeah! Und natürlich, wenn die... Ja, gut, dass die linke Sphinx jetzt das war. Und ihr kennt es ja von mir, wenn die Credits laufen, muss ich natürlich wieder viel quatschen. Ja, so bin ich halt, ne? Ach ja, ich bin schon ein schräger Vogel. Ein Quatschvogel bin ich, ja. Der ununterbrochen quatscht. Aber so muss ja ein Let's Player auch sein, ne? Und wir greifen an. Sehr gut. Zuerst an. Erstmal Drache. Und diesmal denke ich daran. Ja. Altair, greif mal beide Dunstdrachen an. Mal gucken, wie es abzieht. Aber so um die 600. Oh ja, okay. Okay. Ausreichend. Super. Oh, ich sag ja, der Eierring ist wirklich der, langsam. Der ultimativste Ausrüstungsgegenstand, den man hier eigentlich bekommen kann. Ach ja, stimmt ja, wir haben ja gerade die Götterrüstung erhalten. Wow, die Abwehr steigt enorm. 20 Punkte. Okay, die Magieabwehr sinkt ein bisschen, aber die Abwehr zählt jetzt. Götterrüstung. Legendäres Kleidungsstück mit Perlen bestickt und extrem hohen Schutzfaktor. Und er fehlt ein Punkt. Phönixkraft. Die Kampfkraft aller Kämpfer wird erhöht. Füllt die K
KP und MP vollständig auf. Sehr gut. Ja, natürlich. Die Göttergegenstände, die man jetzt hier bekommt, hauen auch ganz schön rein. Oh ja. Und es sind schon wieder Dunster. Okay, einmal Drache von Ather reicht ja vollkommen aus, wie man gerade gesehen hat. Ja. Oh, ich liebe den Wasserdrache. Ja, weil er so viel Schaden verursacht. Super. So, da müssen wir auch wieder weiter nach oben. Oh ne, schon wieder ein Mega-Zyklon. Jetzt verarsche ich ihn mal. Scheiße. Okay, man konnte ihn nicht verarschen. Ja, ich wollte ihn von hinten angreifen. Wollte ich machen. Ging aber leider nicht. Ja, die gleiche Strategie wieder mit den Frostbällen. Deswegen habe ich mir die Bälle auch gekauft, ne? Okay. Ja, Schlag. Super. So, na komm. Gut, einer ist schon mal tot. Das ist gut. Okay, und der zweite folgt zugleich. Gut. Okay. So, dann müssen wir wieder nach oben. Wir kennen es ja langsam. Und hier weiter nach oben. Und wieder ein Höllenbote. Mit Nosferatu. Nee, 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 anders. Ather, du greifst mal den Höllenboten an. Weil der am gefährlichsten ist. So. Genau. So muss es laufen. So. Und nach rechts. Ha, toll. Ja, die Monster, die natürlich so eine Treppe bewachen, die bewegen sich überhaupt gar nicht. Deswegen kann man die Monster auch immer schön von hinten angreifen. So. Ha, geil. Ich sag ja, der Normalmodus ist sowas von poop einfach und geil. Also, ich finde ihn richtig super. Wie findet ihr eigentlich den Normalmodus? Schreibt es mal in den Kommentaren. Das würde mich mal sehr interessieren. Greif du mal an. Wie viel Schaden machst du? Wow, genügend. Okay, ich glaube, da brauche ich keine Drachenzähne mehr opfern. Ja. So. Ja, komm, machen wir die. Ich zwinge es auch ganz schnell. Die geht hier einigermaßen schnell down. Wartet mal. Mich interessiert mal, wie viel zieht Abaddon an der Sphinx ab? Das würde mich jetzt mal so interessieren. Ja. Bumm. Naja, knapp 1000 Schaden. Gefällt mir. Aber jetzt kann die auch angreifen. Das war jetzt ein kleiner Fehler von mir. Okay, es sei denn, Robin aktiviert Armorschlag. Dann ist es natürlich richtig. Danke, Robin. So, komm. Danke. Okay. Ja, und das war erst die erste Hälfte vom Turm. Jetzt kommt die andere Hälfte dran. Bitte ein Dunstdrache. Ja, super. Mensch, Drache. Drache. Hm? Ja, den Drache aktiviere ich jetzt. Mensch, Spiel, du bist ja richtig nett heute zu mir. Warum? Gibt es dafür einen speziellen Grund? Hm. Wer weiß das schon? Ja, ich trinke in der Aufnahme, ja. Genau wie Zocker Slaxi. Mit seinem Bier. Aber keine Panik, ich trinke kein Bier. Nee, nee. Ich bin kein Trinker. Wow, die sind so stark, dass sie sogar einen Ather-Schaden verursachen können. Fantastisch. Ja, der nette Slugsy, der trinkt ja in seinem ROM-Hack-Mario-Let's Play ja auch jetzt, ne? Ja, er hat natürlich zwei aktuelle Let's Plays. Einmal ein ROM-Hack von Super Mario World. Finde ich natürlich super, dass er wieder ein ROM-Hack-Let's Play. Und ja, und sein zweites aktuelles Let's Play ist natürlich Resident Evil 3. Sag's dir, wenn du das jetzt hören solltest, ich hoffe, du machst auch bald
Resident Evil Zero. Weil richtige Resident Evil Fans wissen natürlich, dass Resident Evil Zero vor dem ersten Teil abspielt, ne? Deswegen. Oh, scheiße, Guy ist verwirrt. Nein! Scheiße! Bitte nicht an uns! Bitte nicht an uns! Toll, du greifst dich selbst an. Toll! Wow, Robin, du hast den Höllenboten getötet. Ich bin stolz auf dich. Natürlich, wir müssen ganz nach oben. Nee, müssen wir jetzt hier weiter? Natürlich nicht, aber wir können ja hier Gott sei Dank runterspringen. So, und dann geht's hier weiter nach oben. Und ein Drache, yeah! Von hinten. Ja, ich greife die Gegner gerne von hinten. Ja, also wie gesagt, dann brauchen wir ja eigentlich keinen Drachenzinn mehr für die Nachtdrachenopfer. Das ist ja auf der anderen Seite ist das sehr praktisch, ja. Ja, Maxen hat ja noch sein Drachenschwert da. Na, sag schon, wie heißt das denn mal? Genau, Exenex, genau. Moment. So. Ja, mein Headset hat einen Kurzschluss gehabt gerade. Deswegen. Und schon wieder ein Speicherpunkt. Das heißt, jetzt kommt der nächste. Eieieiei. Der nächste Boss. Natürlich auch ein Höllenfürst, ne? Aber diesmal ist es nicht Gades. Nein, diesmal ist es Amon. Ja. Es ist an der Zeit, dass ihr verschwindet. Ihr langweilt mich. Ja, und wir dürfen das erste Mal gegen Amon kämpfen. Und er hat eine Riesenlanze. Und eine goldene Rüstung. Und hier im Kampfmodus hat er natürlich keine grünen Haare mehr, ne? Schade. Amon. Naja, der ist ein bisschen stärker als... sag schnell. Als Gades. Ja, ein bisschen stärker. Mein, oh, aber nur wirklich nur ein bisschen. Ja. Der hat eigentlich keine besondere Schwäche. Eigentlich zieht jeder Zauber bei ihm relativ viel ab. Deswegen. Okay, mit Seelan weiß ich nicht. Aber müsste eigentlich auch schon Damage machen. Naja, 259. Es geht. Und er beherrscht die Chaoswelle. Wow. Und bei Athea natürlich Fatz. Sehr gut. Ja, er hat, glaube ich, auch 10.000 Leben. Genauso wie Gades. So, du machst den Frostfee und du aktivierst den Drachen. Genau. Boah, richtig geil die Musik von den Höllenfürsten, ey. Ich würde ja auch gerne mal ein Romhack-Let's Play, aber... Ihr habt ja noch keine Kommentare abgelassen zu den Spielen, wo ich es erwähnt hatte. Ein ganz kleiner Tipp. Am Ende von Metroid Zero Mission habe ich das gefragt gehabt und am Ende von Super Metroid. Da habe ich aber bis jetzt immer noch keine Antwort erhalten. Also schreibt mir bitte Kommentare, bitte. Ich möchte gerne die Frage beantwortet haben, bitte. Soll ich Romhacks Let's Playen oder nicht? Ja, jetzt stelle ich natürlich bei dem Spiel auch nochmal die Frage, ob ich bei den Metroid-Teilen oder zumindest bei Super Metroid. Nee, Quatsch. Bei Metroid Zero Mission, da habe ich gefragt gehabt, ob ich den allerersten Teil von Metroid Let's Playen soll. Bei Super Metroid, am Ende von Super Metroid, da habe ich das erwähnt gehabt mit der Sache da, mit den Romhacks. Genau, so war das. Jetzt habe ich beinahe was durcheinander gebracht, aber nur beinahe. So, ich heile uns mal. Und komm, mach mal Abaddon. Abaddon müsste eigentlich auch relativ viel Schaden machen, oder? Ja, knapp 1800. Und down. Super, das war Amon. Und das war auch der vorletzte Turm im vorletzten Dungeon. Ja. Hast du ihn erwischt? Ich glaube, er ist noch einmal mit heller Haut davongekommen. Diese Schlacht wird nicht enden, bevor wir Daos, Irem und die Todesinsel zerstört haben. Da hast du recht.
Stell dich bitte davor, Maxim. Okay. Und da kommt wieder das Geräusch. Toll. Und wir erhalten jetzt den Götterhelm. Sehr gut. Ich fühle Lisas Energie. Geht jetzt, beeilt euch. Ja, keine Panik. So, da haben wir den Helm. Achso, die gleichen Werte. Okay, gut. Ja, legendärer Helm mit besonders hohem Schutzfaktor. Jodo-Meister. Die Angriffe des Gegners werden für kurze Zeit mit doppelter Kraft zurückgeschleudert. Geil. Ja. Ja, komm, dann benutzt du den Legendenhelm. Ja. Gut. Dann benutzen wir mal Flucht. Und das letzte Mädchen und dann kommt morgen die letzte Aufnahme von Lufia, meine Lieben. Ich weiß, es war jetzt eine etwas kurze Aufnahme, aber glaubt mir, das Ende ist halt so. Ich hätte natürlich jetzt das Ganze natürlich aufnehmen können, aber dann wäre das Spiel ja jetzt schon vorbei und ich möchte es ja in den letzten Zügen noch genießen, ne? Deswegen, Clara, komm bitte hierher. Nun, bist du dran. Ich weiß. Mein Name ist Clara. Bringst du mich bitte auf die Insel Dash? Ja. Die Insel Dash liegt im Nordwesten. Sehr schön, sehr schön. Ja, ich heile uns nochmal. Und auch kurz beim Priester speichern. Weil danach haben wir keine Gelegenheit mehr zu speichern. Wenn wir jetzt den dritten Turm machen. Da haben wir leider keine Gelegenheit mehr zu speichern. Ja. Moment mal. Kurz was nachgucken. Ja, okay, gut. Okay. Dann hören wir jetzt vor dem dritten Turm auf im Nordwesten. Genau hier. Ja. Und wir sehen uns morgen beim großen Finale, meine Lieben. Also, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß gehabt und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis bald, meine Lieben. Ciao.